Wird ja jetzt wohl kein Grund sein, sich schlecht zu fühlen. Jemand ist gekommen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein und sie haben einen geringfügigen Schaden angerichtet. Okay. Ist also nichts passiert. Wir haben jetzt auch irgendwie, fühlen wir uns jetzt nicht schlecht oder so. Er ist leicht verletzt. Oh, das kriegt er eigentlich auch so. Naja, Moment. Erstmal was essen. Und der auch. Wird dann gleich was essen. Wenn der hier fertig ist, der Gute. So. Und da er ein guter Koch ist, soll er sich gleich mal hinstellen und uns noch ein bisschen was zu essen machen. Oh, falsches. War ich ein Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest sogar, als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstiger wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns bevorstand. Tja, so ist es halt aber. Es kann natürlich passieren. Da kam nichts zustande. Ich wünschte, ich könnte meinen Freunden helfen. Sie sehen so hungrig aus. Ja, aber nur hungrig, jetzt nicht am Sterben. Gut. Ich habe Hunger, ja. Passiert. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir eine Säge endlich fertigen können. Das wäre ein Traum. Nein, das geht natürlich nicht. Weil uns ein Waffenteil fehlt. Hm. Mist. Großer Mist ist das. Könnten ein Radio herstellen. Das machen wir mal. Dann gucken wir noch, ob einer guckt und kommt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann wohl erstmal eine Aufnahmepause wieder. Weil es ist eben schon sehr spät, wie gesagt. Lässt sich auch nicht stören, dass der hier pennt, ne? Ist egal. Wir müssen hart im Leben sein. Oh, es kommt tatsächlich einer. Und es ist ein Händler. Sie auf, ich habe was zum Tauschen mitgebracht. Dass die im Krieg hier noch rumrennen, ist eigentlich auch schon ganz schön mutig. So, gucken wir mal, was er hat. Brauchen Waffenteile. So was hier. So vielleicht? Hm? Gut, wir können uns einigen. Hm. Nein. Dafür. So. Gut, dann sind wir hier fertig. Bitte geh. Wir haben jetzt wieder was zu essen und wir haben Waffenteile. Oh ja, herstellen. Wir haben jetzt endlich die Säge. Das ist super.
Ja, du kannst dich ja dann gleich ausruhen, mein Guter. Alles so ein bisschen abwechselnd. Draußen ist es kalt. Massengräber wurden entdeckt. Okay. Dann machst du jetzt. Ach, den brauchen wir immer noch nicht. Und der Plünderer. Soll sich immer was zu essen nehmen, damit er fit bleibt. So, und dann gehen wir wirklich ein letztes Mal jetzt in der Nacht noch los. Nochmal in die Schule, räumen wir nochmal ein bisschen leer. Und dann mache ich eine Aufnahmepause, weil die, wie gesagt, speichert nur direkt danach. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Was anderes brauchen wir eigentlich nicht. Handeln konnten wir nicht mit denen. Ich versuche darauf zu verzichten. So. So, probieren wir es. Mehr schief gehen kann es ja nicht. La 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 la. Ja, mit Brechstange hört man noch da. Ups, ja. Das war ja das. Haben. Ich hoffe, da ist was Gutes dahinter. Der Gegenstand ist kaputt. Wow, nur einmal kann man das verwenden. Okay. Das ist ein sehr billiges Sägeblatt. Nee. Was haben wir hier? Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen getan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht, warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Oh wei. Ach Gott. Kinders. So, das breche ich mal auf. Dass wir hier mal ein bisschen leichteren Durchgang haben. Klunk. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter. Will ja niemanden was. Ich hoffe, das wissen die. Ich glaube, hier hinten war noch ein Gitter. Na, hallo. Ach so, ja, da kam ich ja nicht weiter. Überall, wo ja nicht Privatbesitz dran steht, müsste es doch eigentlich gehen. Dass man es einfach mitnehmen kann. Nee.
vermute ich jetzt mal. Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, in deinem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob das dir passt. Ja, jetzt können wir zurückgehen, weil wir es jetzt wissen. Ich fühle mich so elend. Sehr schön. Und Schnaps, den kann man gut auch verhandeln, denke ich mal. So. Ja, hier sollte man halt einfach nicht einfach reinbrechen, glaube ich. Das könnten die persönlich nehmen. Jetzt lasse ich mich mal überlegen. Das ist nicht schlecht. Das auch nicht. Was ist hier dahinter? Nichts Erkennbares. Gehen wir mal hier durch. Hallo. Jede Menge Materialien. Aber den Alkohol lässt sich bestimmt gut verhandeln. Deswegen behalte ich den mal. So, dann rennen wir mal nach Hause. Wir sind ja voll mit allen möglichen Sachen. Pavle ist zurück. Und ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich eine Aufnahmepause. Hey, weil es wird immer später. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Von daher bleibt dran. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. So, Tag 7. Da sind wir wieder bei The War of Mine. Wir waren ja auf der Suche zuletzt. Haben einiges mitgebracht. Er ist leicht verletzt und hungrig. Sagen, Pavel nimmt sich jetzt vielleicht doch mal eine Bandage, obwohl der ist leicht verletzt, das wird er wohl aushalten. So, er ist nur hungrig, er auch. Ihn versorgen wir mal wieder mit Essen. Hier lassen wir mal ein bisschen Feuer nachlegen. Und wir gucken mal, was wir so bauen können. Ist dir ja Zeit. Wir bauen noch mal eine. Bauen wir vielleicht mal zwei, drei Sägen gleich. Ich weiß es nicht, was geschickter oder vernünftiger ist. Wir stellen jetzt erstmal eine her. Und dann können wir mit ihm ja erstmal gucken, ob wir hier noch was ausbauen können. Aber wahrscheinlich haben wir nicht genug Zeug. Nehme ich mal an. Ja, genau. Tja, und das, was wir jetzt so bauen können, bringt uns gerade nichts. Von daher können wir das eigentlich wirklich so machen, dass wir hier nochmal... Na komm, dann haben wir hier noch zwei Sägen haben. Der geschickte Blinderer ist ansonsten so weit fit. Er hier ist hungrig, aber ein guter Koch. Ja. Bringt uns nur aktuell nicht so viel. Und er ist halt leicht verletzt, der Pavle. Und müde. Der erholt sich in beiden Fällen. Gucken vielleicht mal, was zu dir das Radio sagt. Gucken sich vor, wollte vor den Banden halt. Draußen ist es kalt und bewölkt. Also, ob es eigentlich schon schlimm genug wäre, starke Kriminalität.
Bewaffnete Überfälle. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. So. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass hier einer kommt. Wir müssen das hier unbedingt eigentlich aufrüsten, ne? Weil, wenn wir das aufrüsten, können wir die ganzen Löcher, die hier irgendwo sind, noch zumachen und umso besser können wir uns verteidigen. Was benötigen wir denn dafür? In erster Linie Metallzeug. Okay, dann lassen wir mal den Tag zu Ende gehen und versuchen unser Glück. Du schläfst im Bett, du hältst Wache, du gehst plündern und wir brauchen Materialien. Sind noch etwas Materialien da? Ja. Gefahr, bombardierte Schule. Eine Menge Materialien, eine Menge Lebensmittel. Ruhiges Haus. Eine Menge Lebensmittel und Medikamente, eine Menge Teile. Supermarkt. Eine Menge Lebensmittel und Materialien. Eine große Menge Waffen. Wir nehmen mal sicherheitshalber mit. Das. Und unser Messer. Tja. Man sieht ja nicht, wie stark die Waffen sind, ne? Ja, der Rest. Ich meine, wir könnten was zum Handeln mitnehmen, aber am Ende will keiner mit uns handeln und wir haben einfach verschwendete Plätze im Inventar. Ich bin hier nicht alleine, okay. Dann sollten wir uns wirklich vorsichtig verhalten. Da ist keiner. Puh, das erinnert schon einmal für so ein hübsches Gesicht. Ich dachte, ich suche noch etwas. Schneller sein als er. Okay, wir rennen. Scheiße, wir können nicht wegrennen, der hat eine Waffe. Probieren wir es nicht. Folgt uns zumindest nicht. Wir kriegen den Tod, komm. Alter. Aber wir sind selber auch ganz schön verletzt. Tödlich verletzt sogar. Heißt, wir gehen auch lieber nach Hause. Nehmen wir vorher noch seinen Scheiß mit. Und ich hoffe, wir überleben irgendwie. Tödlich verletzt, scheiße. Das baut nicht weiter ab. Wir sollten aber dann trotzdem gucken, dass wir nach Hause kommen. Unser Leben nimmt nicht ab, ne. Puh, tödlich verletzt, scheiße. Aber es war nötig. Der hätte die Kleine sonst vergewaltigt. Nehme ich mal an.
Ja, die dann so bedrängt und typisches Mädchen und du musst doch nicht hier nach Essen suchen und ich glaube nicht, dass er was Gutes im Schilde führte. Wir machen uns jetzt mal nach Hause. Reicht jetzt erstmal an Materialien, was wir gefunden haben. Die Kleine ist weg. Und es ist erstmal wichtiger, dass wir jetzt irgendwie überleben. Unser bester Plünderer wäre natürlich scheiße, wenn der stirbt. Marco ist zurück. Wir müssen ihn ganz dringend versorgen.